Dann, ne? Eike, das sage ich dir doch nicht zwischen Zweideutigkeit, so heiße ich ja. So, jetzt vorsichtig. Eisenhower. Und der nächste? Das nächste lange Ding? Also diese verdrehte Steuerung, ne? Ich glaube, ich muss immer. So, bitteschön. Verpiss mich mal. Wenn das schief geht, nicht meine Schuld. Er nimmt es schon, glaube ich, gar nicht mehr an. Ah, doch. Jetzt, jetzt hänge ich schon wieder einen Baumstumpf fest. Dieses Mal ist es aber nicht meiner. Ich sehe die nie. Die sind so unscheinbar. Und du machst schon wieder neue Bäume fällen. Nee, der ist im Weg. Ah ja. Aber der fällt wieder nicht um. Oh oh. Passt. Ist weg. Ich nehme gleich in seine Richtung mit. Ist er, rollt es perfekt. Idealo. Rollt wieder wie blöd, ey. Alter. Wie er sich dreht. Hör ich mal auf. Los, dreh dich noch weiter. Einmal über die Kante und. Dann kann er sich selber aufsammeln. Ja. Und er rollt weiter. Vielleicht rollt er sich direkt selber in den Häcksler rein. Glaube eher weniger. Und eigentlich ist er nicht mehr so ganz bei der Sammel. Bei der Sammel. Bei der Sache. Ich hoffe ja, dass mein kleiner Schütze mir das ja immer alles von alleine hinkriegt, aber man muss ihn immer noch mal ein bisschen anschubsen. Ja. Geht's, Andreas? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, entweder liegt da irgendein anderer Baum auf dem drauf. Weil der will so gerade gar nicht. Jetzt hat er dann frei. Und jetzt hängt er an dem anderen Baum. Ne, es geht noch. Aber er tut sich schwer. Das sieht auch interessant aus dort mit dem kleinen Rest. Ups! Schon nicht gleich. Den kann ich ja schon mal den Kindern, glaube ich, produzieren. Weit weg. Holzfäller extrem. Das ist echt extrem hier mit diesem verfackten Scheiß. Das wird die neue D-Max-Soap. Oh, apropos D-Max, bald geht wieder Goldrausch in Alaska los. Ja, wollen wir es hoffen. Angeblich im April, Ende März oder Anfang April. Okay. Mit neuen oder wieder mit den alten? Mit den neuen Leuten, aber... Ne, mit den alten Leuten, aber neue Staffel, so. Ach so, okay. Ich hau mal wieder ab. Mit Todd Hoffman und. Ja. Kartoffel? Todd Hoffman. Und Darker. Achso. Der heißt. So, der heißt, Hoffmann, übrig, ich hab gleich der heißt übrigens Schnabel. Ja. Kartoffelschnabel. Eike, magst du da mal mir die Hand reichen, bitte? Die Hand? Ja. Mit der Hand kannst du dann nicht viel ausrichten bei den Bäumen. Oder den Greifer. Dein Stummelarmchen. T-Rex. Ich sehe schon, die nächste Landwirtschaftssimulator-Folge heißt einfach nur Idioten im Walde. Was? Das ist die komplette Serie. Ja. Dabei sind wir die Hälfte der Zeit auf dem Feld, ne? Wenn du jetzt mal aufhörst, mit dem Ding zu wackeln. Ich komme auch schon wieder mit dem Ja, Ding ich seh's. Bremsen. So, ich stehe hier schon bereit. Dinger sind so schwer, die kann ich fast gar nicht anheben. So, ich habe mich mal abgestützt, was eigentlich. Ich
mach mal schon auf. Normal muss dann nicht reinrutschen. Geht mal ran, das Ding. Muss man aufpassen, dass er da über den Hügel dann nicht runterrutscht. Oder runterrollt so weit. Ja, ist das hallo? Wieder? Der ist, glaube ich, zu hoch. Ein Stück weiter nach vorne. Ja. Drück den mal weiter nach vorne, Andreas. Deutlich weiter nach vorne. Wie nach vorne? Ich glaube, der ist zu weit nach oben. Der liegt ja auf dem Hügel ja drauf. Okay. Das ist nur eine Vermutung. Mal gucken. Oh Gott. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Der war einfach zu hoch. Zu hoch, zu lang, zu schwer, zu dick. Ja. Jetzt will er schon wieder nicht mehr. Apropos, halt, stopp! 99%! Deswegen, verweilen. Mach am besten aus oder so, damit er nicht weiter. Das ging jetzt relativ schnell eigentlich, die Ladung hier. Am besten wäre ein zweiter Anhänger, aber dann kostet wieder so viel Geld. Wir könnten auch einfach hier dabei immer zwischendrin dann einen so einen grünen hier herstellen. Der steht hier eh noch rum. Ja, gleich wir haben da noch so einen roten. So einen roten haben wir noch. Noch so einen roten? Aber einen kleinen roten. Aber irgendwo ein Trecker frei? Nee, ja, du könntest, nimm den Deutz und direkt neben dem Deutz rechts in der Scheune steht ein grüner. Da ist immer ja, in 10 Minuten dabei. Da. Ach so, gut, dann geh ich wieder in den Wald. Aber der grüne ist ein bisschen klein. Ja, aber okay. Dauert ja auch ein bisschen, bis du wieder da bist. Oh Gott, ich lege wieder durch die Gegend, aber es liegt nicht nur an mir, denke ich. Naja, bei mir ist alles flüssig. Ich bewege mich gerade irgendwie ein Stückchen mal. Ah, jetzt geht's wieder. Also was ich auch machen werde, ich werde mal reconnecten. Weil damit ja. Mach mich tot, Andreas wieder sieht. Hoffe ich nicht in dem Fahrzeug sitze. Ach, das ist nicht so wichtig. So. Einmal kurz aufpassen, ich müsste. Ja. Danach auf Synchronisation. Alter. Was hast du denn da? Ich hatte extra die Hand vorm Mund. Wie viel Prozent ist denn da bitte schon drin? An Kohlensäure. Nee, nicht Kohlensäure. Ja, 2,5. Ja. Das ist echt gutes Tee. So viel Tee habe ich noch nicht mal ich so geschafft, so laut. Stimmt, normal war es eigentlich immer Hefe. Oder Jan. Ja. Ja, Hefe ist da auch mit drin. Ja, Hefe, stimmt. Und ich trinke schon hier so Orangenlimonade mit irgendwie Kohlensäure drin. Ja, vielleicht solltest du dir auch mal Tee von Krombacher holen, dann geht das. Ja, habe ich gerade nicht da. Ja, ist alle. Gerade aus. Mein Vater hat nur Jewe und das mag ich nicht. Augustiner, bestes ever. Der Tee ist mir zu bitter. Bestes Tee ever, genau. Was sagen zu Jeva? Hm? Das ist Jeva. Bei mir ganz um die Ecke. Ja, das trotzdem mag ich's nicht. Ja, ich auch oh nicht. Oh Gott. Mein Handy. Ja, da kommt jetzt ein Bild vom Augustiner, ne? Genau. Aber ich will auch. Ich hatte echt einen Tee. Wo war denn das? Wie hieß denn das denn nochmal? Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Wo war das? Deine Platine hintergrund? Nee. Ja, nee, das ist vom Kumpel, hat es mir gestern geschickt. Ja. Drum. Ich könnte jetzt auch ein Original schicken, wenn du magst. Ein Original? Es tut mir leid. Oh. Hat das wehgetan? Brennt in den Augen. Rippen gebrochen. Es wäre sogar noch eine Stunde hin, bis der Laden zu hat. Aber du, dafür fahre ich extra noch. Aber dafür fahre ich jetzt nicht extra noch mal los. Du, was ist das für ein Orgi? Ah, oh, ja, ich hasse dich. Ich hatte vorgestern genug. Eigentlich reicht es auch. Aber eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Hä? Ist Andreas nicht weggefahren mit dem Ding? Och so! Es ist mein Platz! Ich hab mich gerade schon gewundert, ist Andreas nicht mit dem Anhänger weggefahren? Meins! Wie kommst du da echt mit her? Mein Platz!
Anhänger. Ich glaub, du spinnst. Ja, dann mach Bäumchen aber mal. Ich fahr mal den anderen mal. Ne? Außer Gefahrenzone. Ist nie verkehrt wahrscheinlich. Ach, jetzt habe ich es gefunden. Weiterleiten. Coden. Da hast du deinen Orangensaft. Musst du lesen. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ist gut, gell? Yep. Was denke ich mir gerade auf Fresse? Wollen wir unbedingt einkaufen fahren? Aber morgen habe ich ja gar keine Zeit dazu. Dann habe ich schon eine frühe Feier machen. Und das auch zu weiß nicht. Oh Gott. Ich bin im Berg. Du lagst schon wieder. Ja, ich merk's. Aber nur ganz kurz. Ja, jetzt geht's wieder. Baumkorn. Und so langsam mach ich den Dreh raus. So, und flonk. Bitteschön. Und der nächste. Sind jetzt bei 878.000. Na, das schaffen wir noch. Ich dachte, jetzt schickt er mir auch noch ein Bild vom Bier. Also vom Tee. Alter. Wie viel er drin? Da geht's auch um Tee. Ja. Ja. Ach, Schub. Ja, Andreas will irgendwie nicht so ganz. Ich hole mal den nächsten. Doch, ich bin schon auf dem Weg, aber irgendwie. Ich hänge ständig fest. Ich dachte eigentlich nicht, dass du so schnell bist. Nebenbei sieht man im Hintergrund um die Bäume umkehren. Ich hab schon wieder den nächsten im Griffel. Ja, ich hab auch schon lange den nächsten im Griffel, aber. Ich glaube eher, der hat mich im Griffel. Nein, jawoll! Meins! Nein, verdammt, zu weit! Entschuldigung! Du schiebst mich weg! Kann ich eigentlich gerade gar nicht mehr. Oh Gott! Ah. Man sieht, die Physik in dem Spiel ist einfach super toll. Und so realistisch, gell? Ja. Immer Hupen funktioniert. Was Veganes im Kühlschrank? Ja, Licht. Ja, ja, ist ja schon gut hier. Mal einen zweiten Parallel noch packen? Weg da! Ja! Wie wär's, wenn du wartest, bis ich. Hey, der Baum ist mir aus der Griffe gefallen. Das ist... Verdammt, jetzt häng ich an meinem Baumstumpf. Das ist ja wie ein Echo. Kuckuck, kuckuck. Da wäre ein Zweit-Account ganz gut.
Könnte, ja. dem, könnte man den in einfach hier Hexler setzen? Das Problem ist nur, glaube ich, wenn du mit zweimal oder zweimal joinst, ob dann das Internet nicht zu sehr beansprucht wird. Ich glaube, bei Ike ist das egal. Stimmt, weil er ist ja eh der Horst. Ja, der da Horst ist ja der Ping eh null. Ich bin eh der Horst. Genau. Er ist eh Ping null. Wie King Louis, nur Ping null. Halt, ne? Ja. Versteht ihr? Ja, ja, nee, ja. King, hör auf. King Louis. Oh Gott. Ich bin der Einzige, der nichts trinkt. Ah, dein Ding ist im Weg. Ah, ich schwenke es beiseite. danke, Horst. Kein Problem. Ja. Wird das heute noch was hier bei mir? Ich weiß es oh ja nicht. Oh Gott, den habe ich jetzt gut in der Mitte getroffen, nur trotzdem ist er... Tanz mit dem Baumstamm, oder wie? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch auf dem Weg, wieder. Merkt schon, dass... Oh. Ich bin super gerade mit dem Ding. Nein! So, ganz kurz... Gerät wieder gerade stellen. Hast du den geschafft? Oh, ich sehe schon. Oh Gott. Entschuldigung. Ich bin hier. Muss ich mal durch. So. Oh Gott. Wo ist der Baum hin? Oh, also. Da bin ich kurz verschwunden. Wenn man das im echten Leben versuchen würde, das würde genauso wenig hinhauen. Aber weiß ich nicht. Habe ich euch das Bild nicht geschickt? Hä? Wo das war? Nee, mal kurz schauen. Ich dachte, ich hätte euch das geschickt. Ja, doch, habe ich euch eh geschickt. Da wo der eine, wo draußen steht, Hide Gamer Style, wo er so komplett vorne nach oben gezogen ist, der Frontlader. Ich glaube, vor 5 Bildern oder so war das. Ah, okay. Der Fendt, wo er im Wald nach oben... Oder nach hinten gelehnt ist quasi. Ja, an dem Baum. Ja, da siehst du, wie es in Real Life wäre. Gar nicht so lange her. Da. Halt gerne mal steil. So ungefähr ist das hier auch, nur da. Ja. Kann nichts passieren und du senkst dein Frontlader einfach wieder und schon bist du wieder gerade. Pack jetzt dreimal vorne mit der Gabel und das war. Ja. Also bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege mit dem Ding. Wäre schön, wenn man das Ding so nach links und rechts kippen würde, so drehen. Oder könnte, meine ich, nicht würde, könnte. Vielleicht das Gefühl deiner stabiler als meiner. Ja, oder? Ich bin mit meinem Rad leider echt zufrieden, weil der eine relativ, weil der Zweig, weil die Zange ist halt breiter und somit glaube ich, hat er den Baum besser. So, meiner steht nur noch gerade, weil der unten der Baum auf dem Boden hängt, weil sonst wäre er schon längst umgekippt. Ja, also. Ich sehe es, weil dein rechter Hinterreifen ist schon in der Luft. Könntest du rein theoretisch den zweiten Radlader von der Dingens holen. Stimmt. Oh, stimmt. Könntest du meinen Baum jetzt... Warte. Nur mal... Lass drüben, ablassen. Sind schon wieder bei 83% beim Hänger. Plonk. Sehr schön. Machst du kurz allein weiter, ich hol dabei den zweiten Radlader. Das ist schön, ja. Dann nehme ich mal deinen. Ja. Eike, irgendwie will der Baum nicht. Dabei. Dabei, dabei. Quetz ihn da so rein. Rein! Irgendwie. Jetzt. Ja, nein. ja, nein. Na gut, das sieht auch nicht gleich. Ah, da war er. Jetzt hat er. Nee. Jetzt? Nee. Ach, jetzt. Nee. Was ist mit dem Ding los? Magst du mal noch eben den Trecker mit dem Anhänger hier noch eben vernünftig nebenstellen? Irgendwer hat den weggeschoben. Irgend so ein Idiot. Ja. Dass wenn der Auflieger voll ist, dass er dann direkt den Anhänger voll macht.
Was soll ich denn sozusagen hier einfach nebenstellen oder wie? Direkt daneben, ja. So? Nein. Obwohl, nee, das ist kacke. Dass der genauso steht wie der andere Anhänger. Müsst du den Ausguss kurz ausmachen, weil sonst komme ich ja nicht hin. Ohne dass das Ding sich entleert. So? Jo. Noch ein bisschen dichter ran vielleicht.